Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns in dem letzten Video genauer mit den verschiedenen Collection-Typen, die es im .NET Framework gibt, etwas auseinandergesetzt. Also wir haben sie zumindest mal angesprochen, wir haben sie jetzt nicht aktiv im Einsatz gesehen, aber wir können ungefähr uns vorstellen, wann könnten wir ein Dictionary einsetzen, wann könnten wir ein Hashset einsetzen und so weiter. Und jetzt schauen wir uns, wenn wir etwas hier auf dieses Word-Dokument hinzoomen, eben dieses Thema an, dass es zu Collections auch verschiedene Interfaces gibt. Und zwar die Interfaces IEnumerable of T, IEcollection of T und IList of T. Und diese werden wir uns jetzt in diesem Video etwas genauer zu Gemüte führen. Diese drei Interfaces, die leiten voneinander ab. Und das schauen wir uns am besten gleich mal hier in diesem Schaubild an. Wir haben hier eben an oberster Stelle IEnumerable of T und davon leitet wiederum das Interface IEcollection of T ab und von IEcollection leitet wiederum IList of T ab. Was ich hier auf der linken Seite habe, ist nochmal diese nicht generischen Interfaces, also die, die es quasi mit .NET 1.0, als das rausgekommen ist, eben gab. Die Generics sind ja, wie gesagt, erst in .NET 2.0 eingeführt worden. Und also die linke Seite dieses Schaubilds interessiert jetzt uns erstmal nicht so sehr. Wir sehen eben bloß, dass IEnumerable of T noch von IEnumerable ableitet, wie wir das hier sehen. Ne? Aber diese GetEnumerator-Methode, hier gibt sie eben einen nicht generischen Enumerator zurück und hier eben einen generischen, aber das schauen wir uns später auch nochmal im Detail an, wie das genau aussieht. Wichtig ist, wir möchten jetzt uns einfach mal den Sinn dieser Interfaces etwas klar machen. IEnumerable oder Enumerable überhaupt heißt auf Deutsch so viel wie aufzählen. Das heißt, jede Klasse, die dieses Interface IEnumerable of T implementiert, ist aufzählbar. Und damit man, also was heißt aufzählbar? Man kann sozusagen alle Elemente, die von dieser Klasse irgendwie verwaltet werden, so wie es beispielsweise bei Collections der Fall ist, kann man eben über einen sogenannten Enumerator, den wir hier über diese Methode bekommen, GetEnumerator sagt quasi, hier bekommst du einen Enumerator und mit Hilfe dieses Enumerator kannst du eben durch alle Objekte, die ich zurzeit verwalte, durchlaufen und sie sozusagen aufzählen. Das ist der Sinn dieses Interfaces. Das schauen wir uns in einem späteren Video sowieso genauer an. Wichtig ist aber erstmal bloß, wenn wir das implementieren, dann kriegen wir eben die Möglichkeit, das Ganze aufzählbar zu machen. Das zweite wichtige Collection-Interface ist IEcollection of T. Und wir sehen jetzt hier zusätzlich zu dieser GetEnumerator-Methode, die eben von diesem Interface hier geerbt wurde, gibt es eben noch die Eigenschaften Count. Die ist ja sehr wichtig. Damit erhalten wir eben die Möglichkeit herauszufinden, wie viele Elemente sind denn jetzt eigentlich gerade in meiner Collection enthalten. Und ist read-only ist jetzt erstmal nicht so wichtig für uns. Damit kann man quasi ausdrücken, dass eine Collection nicht verändert werden darf. Dieser Mechanismus ist aber ehrlich gesagt schon wieder abgelöst worden. Das heißt, wenn man isReadOnly implementiert, man kann hier eben true geben, zurückgeben, wenn man eine Collection hat, die eben nicht read-only ist, aber dafür gibt es mittlerweile andere Interfaces, die besser sind. Okay, dann haben wir eben hier noch die Methoden add, remove, clear, contains. Das sind alles wichtige Methoden, mit denen man eben zu einer Collection neue Elemente hinzufügen kann oder entfernen kann oder überprüfen kann, ob sie drin sind. Diese copy-to-Methode, damit kann man alle Elemente in einen Array, der übergeben wird als Parameter bei dieser Methode, hineinkopieren. Die können wir jetzt erstmal außen vor lassen. Die wird im echten Programmieralltag fast nie genutzt. Also mit IEcollection haben wir sozusagen die Möglichkeit, zu einer Aufzählung neue Elemente hinzuzufügen oder wegzunehmen.
Und iList of T bringt jetzt noch zusätzlich die Möglichkeit, dass wir eben an bestimmten Indexen direkt arbeiten können. Was wir hier haben mit Add und Remove ist eben eigentlich bloß, dass wir eben diese ans Ende an bestimmte Sachen hinzufügen können, nicht an eine beliebige Stelle. Diese Methode Insert gibt es eben erst ab dem Interface iList of T. Und wir haben hier ebenfalls noch eben dieses this, das ist also der Zugriff auf bestimmte Elemente mit dem Index-Operator. Das zeichnet immer dieses this aus, das haben wir ja vorher auch in einem Video in der Tabelle gesehen. Und eben dieses Index-Off gibt den Index eines Elements zurück und mit Remove-Add kann ich auch an einer speziellen Stelle ein Element entfernen. Also letztendlich List of T erweitert Collection of T eben in der Weise, dass wir auch noch Index-Operationen zur Verfügung haben. So viel dazu. Man sieht hier, iCollection und iList sind auf der nicht-generischen Seite ganz anders strukturiert, aber wie gesagt, diese nicht-generischen Zeiten sind vorbei. Wir beschäftigen uns eigentlich hauptsächlich mit diesen Sachen. Und wenn wir jetzt mal zu List of T zurückschauen, also wenn wir uns hier beispielsweise eine List of Strings erstellen und hier deswegen mal schnell auf diesen Typ schauen, dann sehen wir auch in der Typdefinition, aha, diese Klasse List of T, die implementiert all diese Interfaces, die wir hier gesehen haben. Also iList of T, iCollection of T, iEnumerable of T, dann auch die ganzen nicht generischen Sachen. Also wir haben hier iList, iCollection und iEnumerable. Und was noch übrig bleibt, sind eben iReadOnlyList und iReadOnlyCollection of T jeweils. Das sind eben die Interfaces, dazu kommen wir auch später nochmal in einem anderen Video, mit dem wir nur lesend auf eine Collection zugreifen können. Und ja, wir schauen uns das einfach nochmal kurz hier im Code direkt an. Das heißt natürlich, wir können diese List of T eben beispielsweise so erstellen. Und wir nutzen jetzt eben hier diesen Typ iList of String, um eben diese Liste, die wir hier erstellen, über ihr Interface anzusprechen. Und wir haben eben auf diesem Listen, achso hier, nee, das passt eigentlich, hier haben wir eben all diese Methoden, die auch auf den jeweiligen Interfaces, die wir uns angeschaut haben, ebenfalls mit drauf. Also add, clear, also es sind nicht alle dabei, die in List of T implementiert sind. Dennoch gilt eben der Grundsatz, dass wir uns eben daran halten sollten, gegen eine Abstraktion zu programmieren, anstatt gegen konkrete Typen. Also wenn wir quasi in einer Klasse mit einer Liste arbeiten wollen, dann sollten wir eben schauen, dass wir diese über ein Interface ansprechen und nicht gegen den konkreten Typen programmieren, der eben, also hier List of T wäre. Genau. So schauen also diese wichtigen Interfaces zu Collections aus. Also wir können zum Beispiel sagen, wenn ich eine Collection bloß als Aufzählung ansprechen will, wann das der Fall ist, sehen wir uns auch im nächsten Video nochmal genauer an, dann nutze ich eben bloß iEnumerable of T. Und je nach Funktionalität, was ich wirklich brauche, wenn ich eben hier auf bestimmte Indexe zugreifen will oder Elemente an bestimmten Indexen einfügen will, dann nutze ich hier eben iList of T beispielsweise. Ja, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Also, was nehmen Sie jetzt aus diesem Video mit, wenn Sie jetzt sich fragen, wieso will er jetzt mit mir über Interfaces bei Collections sprechen? Prinzipiell setzen die Collections in .NET mindestens eines dieser Interfaces um. Wir können ja auch mal diesen Stack of T, wenn wir unsere eigene Implementierung wegnehmen. Und wir sagen, wir haben hier eben, ein Stack of Int
mein Stack. Und wir möchten hier jetzt eben nicht die Klassen, die wir geschrieben haben, nutzen, sondern die aus systemcollections.generic. Das heißt, ich kommentiere diese hier mal kurz aus. Benutzen wir hier jetzt eben system.collections.generic.stack. Und auch wenn wir auf diese Klasse mal draufgehen, dann sehen Sie, dass diese Stack-Klasse eben zumindest IEnumerable of T implementiert. Und wozu das wichtig ist, also auch die nicht generischen Varianten hier, wozu das wichtig ist, das schauen wir uns eben im nächsten Video nochmal genauer an. Wichtig ist einfach bloß mitzunehmen, aha, es gibt hier diese drei Interfaces, diese generischen, und die leiten auch noch voneinander ab und besitzen eben jeweils unterschiedliche Level von Unterstützung bei Collections. Wobei das elaborierteste natürlich a list of T ist, weil wir da den kompletten Umfang von Collections mit hier definiert haben. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.